Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde hier in einem Battle. Daniel ist hier der Ingame-Name unseres Gegners und ich habe hier eine bunt gemischte Aufstellung, die ich spontan zusammengestellt habe. Die, boah, ja, wir könnten damit mal was reißen. Schauen wir mal, was wir da nehmen oder machen. Ich sehe schon wieder ein Skelabra. Das Skelabra war beim letzten Mal ein sehr kleines Problem für mich. Ich werde jetzt hier mit Frostetti leaden. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht ganz, was das Slimog nochmal konnte. Deswegen muss ich mal ganz kurz spicken. Ach, das war dieses Slimog. Dieses Slimog. Ja gut, das ist so, ja, ein Slimog, was sogar ein Sherox countern soll. Was an sich ja ganz okay ist, muss ich mir da nur halt merken. Sherox zu countern so ein bisschen, damit ist ja sicher ganz nett und so. Obwohl ich glaube nicht, dass ich einen Sherox one-shotten könnte. Das glaube ich eher nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie gut sich dieses Team hier schlägt. Ich habe das irgendwann mal zusammengestellt, in irgendeinem Kampf auch mal oder in irgendeiner Folge auch benutzt. Aber seitdem ist dieses Team einfach nur da. Aber es ist nicht präsent, sagen wir es mal so. Es ist da, mehr nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das hier schlagen wird. Ich sehe die Kämpfe momentan auch sehr locker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich bin dabei, ja, es ist jetzt so die 6 und 6 Erfahrungen ein bisschen mehr zu sammeln. So 3 gegen 3 stimmt schon mal einiges. Hier kommt ein Skelabra auf uns zu. Das uns, wenn es kein Wahl-Item trägt, nicht outspeeden kann. Aber wenn es ein Item trägt, wird es uns outspeeden. Ich hoffe einfach mal, wir sind schneller. Dass er jetzt keinen Wahlschall trägt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Skelabra hat einen so hohen Spezialangriff, da setzt man normalerweise auf den Wahlschall. Normalerweise. Energieball. Schade, dass der Tastflug jetzt nicht gewirkt hat. Und das ist kein One-Shot, das war irgendwie zu erwarten. Okay, wenn er mit Energieball agiert, könnten wir uns das zum Vorteil machen. Und hier zum Beispiel das Pokémon spielen oder eventuell einen Klick-die-Klack ins Rennen bringen. Ich bin mal gerade am Überlegen. Ein Klick-die-Klack ist nämlich nicht schlecht. Er hat eine gute Spezialdefensive, wäre resistent gegen den nächsten Angriff. Joa. Ich glaube, es ist ein Versuch wert. Ich will mal gucken, ob ich Klick die Klacks Potenzial so ein bisschen freisetzen kann. So. Ja, es war klar, dass er weiter mit Energieball hier auf uns schießen wird. Sollte nicht allzu viel Schaden machen, sag ich ja. So, und wir gehen jetzt sofort in den Gangwechsel über. Das Blöde ist halt, Klick-die-Klack hat nicht gerade viele Moves zur Verfügung, um hier wirklich was machen zu können. Was leider sehr schade ist, weil ich finde dieses Pokémon doch sehr interessant. El Diablo. Aha, Pampros. Pampros, eigentlich ein sehr guter, solider Tank. Mal gucken, soll ich, ob ich drin bleibe oder ob ich wechsle. Ich werde mal riskanterweise drin bleiben. Die Fähigkeit ist an sich cool. Soll ich riskant sein? Ich bin einfach riskant. Ich setze jetzt alles mal ein bisschen einfach mal auf alle auf eine Karte setzen. Mal gucken, ob er geht einfach in den offensiven Move. Das reicht sogar. Okay. Schade. Ich wollte einfach mal gucken, aber das war dann doch ein bisschen zu hoch gepokert. Ba.
Ja, schon die Schreien. Morrod. So. Denn egal, ob du dich buffen tust oder nicht, das ist mir als Morrod relativ egal, was diese Buffs angeht. Skelabra würde ich an seiner Stelle auch nicht reinschicken, weil es muss auf jeden Fall eine Wasserattacke einstecken. Theoretisch. So. Boah. Boostest dich zwar, aber... Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Es kann sich sogar nicht bewegen. Oh, das ist bitter für ihn. Das ist wirklich bitter. Und Morlot kann ihm damit sogar den Rest geben. So. Morlot hat ihm den Rest gegeben. Jetzt könnte... müsste Skelabra wieder reinkommen. Skelabra. Ich müsste eigentlich jetzt einen gezielten Wechsel anstreben. Nur auf wen? Ich bin eigentlich nicht bereit, noch ein Pokémon dafür zu opfern. Wenn der Spukball einsetzt, ist der Treffer hier für dich sehr gefährlich. Ich schicke Slimog rein. Der Spukball wäre halt ein sehr riskantes... Wir werden erst jetzt Energieball ein. So, sein Boden-Pokémon ist aber jetzt raus. Das heißt also, wir haben so ein bisschen mehr die freie Fahrt. Ich werde einfach meinen Zug investieren und Horta mal benutzen und gucken, was er dann jetzt reinschicken möchte. Und wenn Slimog ist halt dafür bekannt, dass es sich mit Horta ein bisschen stärkt. Rotom Wash. Okay, ich sag mal so, mit Rotom Wash habe ich weniger das Problem. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Das ist jetzt eher so gefühlt ein minderes Problem. Ich werde es jetzt mit Plage fixieren. Wenn er mich verbrennt, gehe ich halt in die Erholung. Damit habe ich ehrlich null Problemo. Nee, er macht Donnerwelle. Damit habe ich auch wenig Probleme, weil ich kann dann einfach in die Erholung gehen gleich, wenn ich die Plage auf dir drauf habe. Auch wenn du vielleicht Beulenhelm hast, kann ich mit leben. Giftgriff. Oh, das ist natürlich sehr gut. Jetzt haben wir nämlich das Pokémon da, wo wir es haben wollten. Würde ich sagen, ich gehe jetzt einmal für den Horta und dann in die Erholung. Horta und dann Erholung. Wechseln kann er nicht. Er ist nämlich in der Plage drin. Hydro-Pumpe. Aua. Horta. Achso, Horta Stufe 2. So. Schön erstmal heilen und dann gehe ich jetzt in die Erholung, um die Paralyse loszuwerden. Und ich denke mal, dann wird sich Kalgon von selbst erledigen. So. Okay, es wird noch ein bisschen länger standhalten, so wie es aussieht. Es wird noch länger standhalten. Gut, dann hält es halt noch ein bisschen länger stand. Wir gehen trotzdem in die Erholung. Giftgriff ist natürlich eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Um den Gegner wirklich ordentlich auf den Sack zu gehen. Ja, jetzt sind wir vollständig paralysiert, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Denn ich hätte schon gerne meine Erholung benutzt jetzt, um wieder bei vollen KP zu sein und kein Statusleiden davon zu tragen. Erholung bitte. Ich glaube, das hält jetzt noch einen Zug, die Plage. Volltreffer. Danke, Slimog. Jetzt war es auch bitter nötig, in die Erholung zu gehen.
So, einmal müsste die Plage noch wirken, bitte. Einmal müsste es noch wirken, theoretisch. Ja, einmal wirkt es noch. Das heißt also, er kann in dem Zug noch nicht wechseln, erst wenn dann im nächsten. Okay, ja, wir können nichts machen, wir warten einfach ab. Dinge, die passieren. Schlägt tief und fest. So, wir heilen uns. Da tickt das Gift. Und das müsste aus der Plage befreit sein. Nee, die Plage rafft es sogar jetzt nieder. Ja, eine vollständige Paralyse war jetzt halt vom Nachteil für uns, da wir mit dem Punkt jetzt nicht hätten im nächsten Zug wach werden können, sondern jetzt nochmal einen Zug schlafen müssen. Wir haben zwei Verteidigungsboosts, zwei Spezialverteidigungsboosts. Sind eigentlich relativ solide. Aber man darf das ja trotzdem nicht außer Acht lassen, dass mein Gegner doch noch ein bisschen noch was auf Lager hätte. Er könnte jetzt mit Sherox reingehen. Beispielsweise. Was aus meiner Sicht sogar ein relativ guter Pick wäre. Weil ich ihn nicht vergiften kann und Plage macht dem auch fast gar nichts. Und er könnte jetzt einen Erstzug nehmen, um sich zu boosten. Wiederum habe ich halt den Flammenwurf im Set, um halt Tentantel und Sherox ein bisschen entgegenzuwirken. Mein Gegner lässt sich gerade ein wenig Zeit mit seiner Überlegung. Denn ja, er hat schon ein sehr bös geboostetes Slime auch vor sich. Sollte man nicht außer Acht lassen. Er kommt Wishu ins Rennen. Wishu ist natürlich auch nochmal ein interessantes Pokémon. Okay, ich tue jetzt nicht meine Stats Boost herdroppen. Ah, okay, er will mir mein Item entrauben, damit ich mich nicht mehr heile. Das kann er natürlich auch machen. So, dann mach ich trotzdem Plage jetzt. Weil was? Ich bin mal gespannt, was kann Wishu? Es kann mich mit Kampfattacken, Step-Kampfattacke, okay. Da kann es mich schon ein bisschen befallen, das darf ich. Turmkick. Wenn du dich da auf die mal hinlegst, hast du echt ein Problem. Ist aufgewacht. Plage. So. Giftgriff wirkt erneut. Das ist sehr bitter für ihn. Ich muss halt jetzt sofort in die Erholung gehen. Ich darf mir da keine Zeit lassen. Oder... Warte mal, wird er wieder Turmkick einsetzen? Ich habe aber kein Pokémon. Doch, ich hätte ein Pokémon, was den Turmkick dodgen könnte. Aber das wäre zu früh. Ich gehe auf Erholung. Steinhagel. Will er mich flinchen lassen? Hat er vielleicht damit gerechnet, dass ich jetzt versuche, seinen Turmkick zu dodgen? Kann natürlich sein. Dass er das versucht hat zu predikten, dass ich eventuell seinen Turmkick ausweichen möchte. Aber, nee, dafür wäre es noch zu früh. Ich würde das dann machen, wenn er jetzt, das hätte ich jetzt im nächsten Zug geplant, gemacht. Wäre ich jetzt geparaflinched worden, also wenn ich jetzt geflinched worden, hätte ich jetzt versucht, im nächsten Zug seinen Turmkick zu predikten. Um da mehr rausholen zu können. Jetzt kommt der erneute Turmkick. Ist halt auch für ihn sehr riskant, weil es kann jederzeit daneben gehen. Jederzeit. Ich werde definitiv nicht mein Slimog auswechseln. Ich werde werde knallhart hier einfach stehen bleiben, Slimog. Auch wenn es jetzt dafür irgendwann drauf gehen wird, aber zwei Pokémon dafür niederraten, das ist es wert. Zwei für einen. Wechseln kannst du leider nicht. Steinhagel. Ich schlafe leider noch. Das könnte... Oh, ich glaube, es überlebt ganz knapp. Nee, doch nicht. Das heißt, im nächsten Zug wache ich sogar auf.
Er hat keinen Panzerbrecher, das heißt also Slimog sitzt hier immer noch sehr gemütlich. Terminator. Hallo Sherox, auf dich habe ich gewartet, mein Freund. Auf dich habe ich gewartet. Käferbiss. Das wird natürlich ordentlich Schmerzen zufügen. Flammenwurf. Hallöchen. Das hat ordentlich gezogen. Darauf habe ich gewartet, Sherox. Auch wenn ich jetzt hätte Horta machen können und dann nochmal, aber nein. So. Okay. Dich kann ich jetzt reinschicken. Wir haben jetzt Sherox sehr low gehauen. Jetzt haben wir hier noch so einen Warlord, was sehr gerne hier auch mal aushelfen möchte. Ich glaube, ich setze aber... Warte mal, was hat denn der noch für Pokémon? Hat er noch ein Flug-Pokémon gehabt? Ich setze auf Kaskade, da bin ich auf Nummer sicher. Wenn ich jetzt auf Erdbeben setze und er noch ein Flug-Pokémon hatte, dann geht er jetzt ab in die Lüfte und dodgt meinen Bodenangriff. Also weicht meinen Bodenangriff aus. Ich frage mich halt, ob er ein Wahl-Item trägt, weil wenn ja, dann tut es Morlord eh ignorieren. Wahl-Items werden auch von Morlord ignoriert. Also zumindest wenn es ein Wahlband oder ein Wahlglas ist. Hey! Meine arme Beere. Egal. Das ist die Strafe, dass du die Beere geklaut hast. Jetzt setze ich aber... Hoppla, jetzt habe ich auf Erdbeben gesetzt. Aber ist egal. Ich glaube, auch ohne einen Volltreffer hätte Kaskade und Erdbeben dann den Finish gebracht. Jetzt nicht zu entscheiden gewesen, außer er hätte sich dann doch umentschieden, nochmal zu wechseln. Aber Morlord hier steht einfach da. Da ist Skelabra wieder. Hallo Skelabra. Tu mir doch mal bitte den Gefallen und zeig mir, welche Attacke du einsetzen möchtest. Spukball. Gut, dann wissen wir, dass du nur Spukball im Folgezug benutzen kannst. Das können wir uns hier zunutze machen. So. Einmal Spukball. Ich weiß nicht mehr, was hat er als letztes gehabt? So. Er hat noch... Primarena haben wir noch nicht gesehen. Das heißt also, er könnte höchstens auf Primarena wechseln. Das... könnten wir natürlich uns auch wieder zunutze machen und den Donnerschlag benutzen. Nee, er bleibt drinnen. Ja, sollte nicht reichen. Offensivfester hier, das ist... Das ist kein Problem. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass wir mit relativ viel Typennachteil hier reingehen. Primarena kann uns auf jeden Fall one-shotten. Also... Da habe ich jetzt definitiv... Aber ich gehe trotzdem für den Tempo-Hieb, um einfach nur noch Schaden zu drücken. Mondgewalt. Also du kannst auf jeden Fall kein Wahl-Item haben, um uns outspeeden zu können. Ich habe noch Ramot, was ich jetzt noch nicht reingeschickt habe. Und hoffentlich auch nicht reinschicken muss. Angreifen oder sicherer Tod? Ich mach sicherer Tod. Wasserdüse? So. Okay, dann machen wir doch Donnerblitz. Ich glaube, du willst mich jetzt definitiv nicht angreifen mit der Wasserdüse.
ist der Abgangsbund im Wege und versperrt dir den Weg. Ich weiß nicht, ob Primarina noch irgendeine Statusattacke kann. Ach, nochmal Wasserdüse. Scheinbar kann es keine weitere Statusattacke. Und wir überleben den Mist auch noch, lustigerweise. Lustigerweise überleben wir den Mist auch noch. Und nochmal Wasserdüse. Das war jetzt taktischer Missplay von mir. Bin ich ehrlich. Das gefällt mir gar nicht so, das Match so beenden zu müssen. Weil ich hätte doch einfach Abgangsbund weiter spammen sollen. Warte mal, ich will was wissen jetzt für meine, für mein inneres Wohlbefinden. Bricht. Wir haben 100, warte mal. Das macht 75 Space-Schaden. Wir haben doch ein bisschen mehr Spezialangriff mit dir. Ja. Es kann jetzt auch noch nach hinten losgehen. Das kann jetzt passieren, weil ich das einfach mit dem Abgangsbund ein bisschen versiebt habe. Aber gut, was soll ich machen? Aber es geht nicht nach hinten los. Puh. Puh, puh, puh. Ich hatte so ein klein wenig Angst. Wegen dem Abgangsbund-Missplay. Ich hätte einfach weiter darauf setzen müssen und dadurch dann... Oder einfach von Beginn an Donnerblitze nutzen müssen, weil er mich halt mit Wasserdüse hat versucht halt zu sweepen. Beinahe wäre es nach hinten losgegangen. Okay, das war's von mir, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also, bis dahin.